Im Internet spukt es. Ghosting beschreibt das Phänomen, wenn Menschen plötzlich verschwinden. Die Podcasterin Sarah Drewermann hat Ghosting sogar schon persönlich erlebt. Nach einem Online-Date. Wir waren auf mehreren Dates und danach ist es dann passiert, dass ich dann gefragt habe, wann wollen wir uns denn das nächste Mal treffen? Ich so, ja klar, nächste Woche Mittwoch habe ich Zeit. Dann habe ich nie wieder was gehört von der Person. Ghosting ist also keine übernatürliche Erscheinung, sondern eine neue Art des Schlussmachens. Das Entscheidende, die vollkommene Unerreichbarkeit des Ghosters. E-Mails, Anrufe, SMS, alle Kontaktversuche werden abgeblockt und ignoriert. Für die Paartherapeutin Anna Hohlfeld die passende Trennungsform zum Online-Zeitalter. Und heute ist, glaube ich, so, dass man das nutzen kann, dass man eben so viel digital verbunden ist, da alle Stränge und alle Verbindungen zu kappen. Das heißt, die Nummer zu löschen, alle Formate, auf denen man sich vielleicht vorher so begegnet ist, alle Profile sozusagen zu löschen, selber jemanden zu blockieren und Nummern zu sperren und so. Was solches Verhalten beim Verlassenen auslösen kann, haben mehrere Studien untersucht. Das Gehirn reagiert auf soziale Ablehnung genauso wie bei starkem körperlichem Schmerz. Ein plötzliches Abtauchen kann sogar einen Schockzustand auslösen. Denn der Verlassene hat keine Möglichkeit, sich mit den Gründen für das Beziehungsende auseinanderzusetzen, ist der Single-Coach Erik Hegmann überzeugt. Dann fängt das Gehirn an, tatsächlich Erklärungen zu suchen. Menschen bleiben dann in so einer Endlosspirale, kommen da auch nicht raus. Das kann dann statt Wochen auch Monate dauern und sich verlängern, bis hin, dass man wirklich externe therapeutische Hilfe benötigt. Klar sind Trennungen immer schwierig. Sie bedeuten Konflikte, Gespräche, Austausch. Beim unangemeldeten Beziehungsausstieg vermeidet der Ghoster die Konfrontation und damit auch das Drama einer Trennung. Eine Vermeidungsstrategie. Aber auch für denjenigen, der geht, ist das nicht leicht zu verdauen. Ein Freund von mir ist sehr nett, aber auch ziemlich anstrengend. Ich glaube, es gibt nicht so richtig einen Weg, einem Freund zu sagen, können wir bitte etwas weniger befreundet sein? Also habe ich einfach aufgehört, auf seine Nachrichten zu antworten. Und das bringt ein nagendes Schuldgefühl mit sich. Fest steht, durch das Netz können wir mehr Menschen kennenlernen als jemals zuvor. Ob Facebook oder Dating-App. Die nächste Verabredung und potenziell große Liebe scheint per Fingerwisch in Sekundenschnelle in greifbarer Nähe. Und das hat eben auch Konsequenzen. Mein Eindruck ist, dass dieses ganze Online-Daten und das sich schnell verabreden im Netz auf Sex oder auch eine Tasse Kaffee, dass das was ist, was auch so ein Ghosting befördert. Das heißt, wenn ich mich darauf einstelle, ich habe irgendwie schneller Online-Kontakte, dann kann ich mich auch darauf einstellen, dass es auch schnell wieder vorbei ist. Hegmann unterscheidet Menschen, die sich tatsächlich binden wollen und können, von Angsttypen und Vermeidern. Das Internet schüttelt diese Gruppen nun plötzlich durcheinander. Online hilft jetzt natürlich, auch Menschen zusammenzubringen, die sich eben niemals getroffen hätten. Und dadurch passiert es, dass genau diese sehr gegensätzlichen Typen heute sehr häufig aufeinandertreffen. Hegmann glaubt, dass der Schlüssel, um sich vor einer Ghosting-Erfahrung zu schützen, in der Kommunikation liegt. Wer genau hinschaut, kann einen potenziellen Ghoster sehr früh entlarven. Und auch wenn es leicht fällt, Ghoster und Verlassene als Täter und Opfer zu interpretieren, beide Seiten haben Fehler gemacht und ihre Anliegen nicht genug kommuniziert. Eine Zeitbombe für jede frische Beziehung, mit Ghosting als häufiger Konsequenz. Hilfreich sind da klare Regeln. Und zwar für beide Seiten. Also ich habe für mich Regeln entwickelt im Sinne von, wenn man sich über einen längeren Zeitraum trifft, sagt man einfach am gewissen Zeitpunkt, wenn es nicht funktioniert. Wenn man sich jedoch nur ganz kurz getroffen hat, dann finde ich, ist das total legitim, sich dann nicht mehr zu melden. Wenn man ghostet, niemals zurückkommen. Ghosting mag zwar ein neuer Begriff des Netzjargons sein, zeigt aber vor allem eines. Auch zum Online-Dating gehören Missverständnisse, Verletzen und Verletztwerden dazu. Dass der eigene Partner plötzlich verschwindet, gab es aber auch früher schon. Ich gehe mal eben schnell Zigaretten holen, hieß es dann oft. Immerhin, vor solchen Floskeln ist der Geghostete dank der Unverbindlichkeit des Online-Datings heute sicher.